Der Steffo und die Lieselotte haben sich kennengelernt auf der Clownschule. Also wir kennen uns tatsächlich jetzt schon 10 Jahre. Die beiden Clowns Lieselotte und Steffo besuchen Orte, an denen Schmerz und Leid zu Hause sind. Sie schenken den Menschen ein Lachen, die es besonders nötig haben. Ich sage immer so ein bisschen, ja, die Seele zum Lachen zu bringen. Heute sind Monika Molodowski und Thomas Holzer, wie die beiden im echten Leben heißen, in einem Münchner Seniorenheim unterwegs. Guten Morgen! Guten Morgen, das sind ja meine Freunde sind da. Morgen! Einen ganzen Vormittag haben sie sich Zeit genommen, um die Senioren zu bespaßen. Sagen Sie mal, sind Sie schon mal vom Blitz getroffen worden? Um mit ihnen über den Alltag im Heim zu reden und es ihnen gleichzeitig zu ermöglichen, für einen Moment genau diesen zu entfliehen. Wem das Artikulieren schwerfällt, dem erzählen die Clowns einfach etwas aus ihrem eigenen Leben. Kennen Sie so Mückenmittel? Haben Sie das schon mal ausprobiert? Nein. Ich habe mal ein Mückenmittel ausprobiert, da war ich in Afrika, also in Zentralafrika, also wirklich da, wo es viele Mücken gibt, von denen man sich lieber nicht stechen lassen sollte. Ihre Arbeit beschreiben Lieselotte und Steffo als eine sehr sensible, bei der man gefühlvoll auf die Menschen eingehen muss. Ich habe es ein paar Mal miterlebt, wie sie einfach Worte dann aufnehmen und was dazu erzählen. Dann fangen sie an zu singen und ich habe schon viele Leute beobachtet, die dann einfach sich gefreut haben, gelacht haben und einfach eine andere Stimmung danach hatten. Mit ihrem Spiel trösten die Clowns und schenken den Bewohnern Zuversicht und Hoffnung. Dass diese Form der Zuwendung die Gesundheit vor allem bei Demenz positiv beeinflusst, wird oft betont. Denn das spielerisch-kindliche Auftreten der Clowns knüpft an Kindheitserlebnisse an. Es kann vorkommen, dass Lieselotte und Steffo es schaffen, einen scheinbar völlig in sich gekehrten Menschen aus seinem Gefangensein herauszuholen. Monika erinnert sich genau an so eine Situation. Wir haben mit ihm gesprochen, wir haben ihn berührt, wir haben für ihn gesungen und es kam nichts. Es war ganz still in ihm und als wir fertig waren, haben wir uns verabschiedet und dann gingen plötzlich die Augen auf und es kam nur ein Lächeln. Es gibt immer mit jedem Menschen eine Kommunikationsebene, auf die man einsteigen kann. Wir versuchen uns auf die Leute einzuschwingen. Und es ist für uns irrelevant, ob jetzt jemand dement ist oder nicht. Wir finden, wenn der Mensch einen offenen Zugang hat, finden wir den. Ältere Menschen könne man am ehesten über den Gesang abholen, durch Strophen, die sie noch aus ihren Kindheitstagen kennen. Das sollt halt nimmer vergehen. Viele Menschen, die sich an manches nicht erinnern können, können sich aber an die Lieder erinnern. Und das singen wir dann gemeinsam. Goi, mein Baby, Händel, goi, Baby. Goi, mein Baby, Händel, jetzt du hupst ihn. Der Verein Klinik Clowns ist ein gemeinnütziger, der auf Spenden und Sponsoren angewiesen ist. Die meisten Clowns haben einen künstlerischen Beruf erlernt, sind Tänzer, Schauspieler oder wie Thomas Bildhauer. Sie alle eint der Wunsch, der Gesellschaft etwas Positives zurückzugeben. Ich hatte immer schon irgendwie das Bedürfnis, mit Kindern zu arbeiten, wollte aber jetzt nicht Lehrer in der Schule werden. Und dann habe ich eine Clowns-Ausbildung gemacht, mit dem Ziel, Klinik-Clown zu werden. Die Clownerie selber kann man nicht lernen, aber man kann die Wege zusammen Clown lernen. Das ist mir gelungen. Die Clowns sind Woche für Woche an denselben Orten unterwegs. Es liegt auf der Hand, dass sich dabei so etwas wie Freundschaft oder zumindest eine gewisse Vertrautheit einstellt. Sie freuen sich auf die Lieselotte und auf den Steffo. Und wenn einer mal nicht da ist, wenn einer krank ist oder verhindert, dann wird auch gefragt, ja, was macht denn der Steffo heute, wo ist er denn? Oh, Steffo, der liegt am Meer oder keine Ahnung.